angefahren. Das war gerade bei mir, weil ich beim Kopf. Robichtion hier, wer ist das hier? Also, ich hab meinen weiten Auge gesehen, dass du mich irgendwie. Was ist das denn, Alter? Der Kollege! Komm rein, Kollege! Hast du was auf dem Hintern dran? Vor allem, wir wollen was. Los, die Körpertröter holen! Ups! Eieiei. Das ganze Feld muss hier aufgeräumt werden, das reicht mir hier. Ihr parkt hier alle die größten Schweine. Entschuldigung? Da oben ist die Straße, eine ganz große Straße, da könnt ihr oben parken. Ja. Das reicht mir hier. Parkt alle parallel zur Fahrtrichtung, sonst sind die wirklich tapterab im Depot. Beiden hier, Nelson. Die müssen auch umgepackt werden hier. Da meldet sich keiner. Ja, dann einmal dokumentieren und auf geht's. Ich mach dir den Licht. Wir haben den Border abgeschleppt, jedes einzelne Auto. Und Kitty, Rudi, musst du dir vorstellen, hat vor HQ gewartet, dass wir die einen abgeschlagen haben und so. Ich wollte nicht alle beschlagen haben, aber die waren immer noch voll kacke. Fahren wir jetzt hoch? Ja. Ich schau mir heute die Lage an. Check's Lage? Ich schau kurz die Lage checken. Lass den Lieder fahren, bitte. Ja, der Lieder ist immer so schwer, Junge, der Kabel ist so endlich. Ja. Ich muss die beiden nochmal mitnehmen. Sammel die eigentlich, die Art hab ich schon. Hat das mit dir überhaupt schon mal verloren? Ja. Nur da kriegt mir kein Dispatches an. Halt, der ist zu spät. Der wird aufgeladen. Nö. Der wird, lad den auf. Wir haben lange genug Zeit gegeben, ja. Sie haben nicht drauf reagiert auf die Anforderungen, ne? Deswegen kommen aber sie mal raus hier. Ich hab das gar nicht gehört. Der Herr. Ich habe das dann blechen sie jetzt. Ja, $100, dann ist sie mal weg. Wie bitte? Ja, entweder nehmen wir den jetzt mit, ne? Aber oder sie zahlen einfach. Ja, das ist jetzt das Problem. Die Ansage kam vor 5 Minuten. Wir haben 5 Minuten gewartet und ja, jetzt nehmen wir den mit. Wir haben das nicht gehört. Guck mal, Jungs, komm mal kurz zur Seite. Wir klären das kurz hier. So, ihr könnt euch schon mal draufnehmen, ne? Ich kläre das kurz mit den Jungs hier. So, Jungs, folgendermaßen, ja? Will einer drauf? Nee, Jungs, hört da. Nee, das letzte Mal bleiben wir. Der bleibt erstmal hier. Kannst du auf mein Auto gehen? So, der wird mitgenommen, erstmal die Kiste. Jungs, lad den drauf. Steig aus dem Auto raus. Jungs, lad den drauf. Raus aus dem Auto. So, jetzt können wir verhandeln, Jungs. Also folgendermaßen. $150, wir nehmen die runter. 100? 150. Willst du mich jetzt irgendwie rollen oder was? Okay, ich vertraue auf dein Wort, ja. Ja, könnt ihr gerne machen. Bitte, du bist nicht mehr von Depos. So, die Herrschaften, vielen Dank, wir können den runternehmen. Jungs, macht den runter. Ihr könnt den wieder, ne? Ihr könnt selbst einsteigen und den runterfahren. Auf geht's. Der Wagen ist lose, ihr könnt einsteigen, ne? Einfach runter damit. Wunderbar. Dann Dankeschön. Affenzirkus hier, Alter. Rudi. Ja. Yeah. Was bekommst du pro Stunde? Geld. Warum brennt der welche? Ich bin tot! Feuer! Der ist echt tot. Alles schreckt. Warum aber? Hä? Es hat doch keiner Feuer gemacht. Doch, Elliot eben Feuer gemacht. Ja, das ist schon voll lange her, als ich gemacht habe. Ja, auf Seite, ich mach das. Ey, das war wirklich voll lange her. Ja, aber das am Boden, das bewegt sich noch und wenn man da drüber läuft, dann wächst Feuer. Der Partikant ist tot. Und aber Kreis, Rudi, wir müssen den loswerden. Der Boden im dritten Grad ist. Kurz, Freunde, ihr wisst, was es heißt. Einfach richtig parken. Sonst sind die Autos weg. Dann muss ich die Autos mitnehmen. Wo können wir denn hier parken? Ja, am Straßenrand. Amigo, muss ich dich mitnehmen. Nicht so, komm mal runter, nicht gleich so aggressiv werden. Ja, du warst gestern schon da, was du sagst. Wir machen nur unsere Arbeit. Nur Job. Das Auto steht auch falsch. Junge, der Burrito da hinten auf. Nehmen wir alles mit, wenn es sein muss, ne? Nehmen wir alles mit. Nee. Aber schauen Sie, wie... Na, schau du. Guck mal.
Guck mal, hier sind überall andere Brütes. Du kommst direkt zu uns, du Puto. Den komme ich auch noch. Dann geh zu den anderen. Ja, schreib mich aber nicht an. Sie müssen nicht ausfallen während der Herr. Wir machen unsere Arbeit. Ich mach ehrlich nur meinen Job. Ich kümmere mich hier. Das ist alles richtig. Wenn sie überhaupt mal hier kommt, dann sieht man ja schon, dass ihr kein Leben habt. Und hier ist jetzt perfekt. Ja, besser so. Aber ich glaube, der LKW hier, ne, der ist gegen das Gesetz der Fahrtrichtung auf der falschen Seite, oder? Der LKW wird mitgenommen, ja. Wo ist ein Heli her, oder? Der steht falsch, das stimmt. Der steht ehrlich falsch. Ja, perfekt, Jungs, Alter. Ich bedanke mich, Alter. Kein Problem. Ich bin die ganze Zeit aufgeregt, ey. Nehmen wir den Benzen mit, ne? Kein Problem. Nein, wir nehmen den Benzen nicht mit. Der steht falsch. Der steht falsch. Da musst du die andere Richtung nach oben stehen. Ey, fuck uns dann nicht ab, Alter. Der hat, wenn der Herr zu uns zeigt, dass der Benzen falsch steht, müssen wir uns drum kümmern. Hey, warum steht er denn falsch? Ja, falsche Fahrtrichtung. Nur wegen der Richtung. Nur wegen der... Was? Du musst dann nach oben gehen. Ihr müsst eigentlich alle eure Wo ist die steht, hinter mir? Steht, dass man hier nicht parken kann. Die Herrschaften... Es geht doch nicht darum, dass man hier nicht parken kann. Park doch einfach nur in die richtige Fahrtrichtung. Und ja, wo steht das, dass das richtig ist? Wo steht, dass es falsch ist? Ja. SCVO. Wie wo ist die? Wo kann ich die sehen? Wie fährst du? Zufrieden jetzt? Ja, perfekt. Wie fahr ich? Ich bin doch gerade von hier... Und die blauen Wagen. Fahren Sie mal... Fahren Scheiß Fahrschule, machen hier einen Führerschein nochmal. Da wird ihnen alles beigebracht. Scheiße einfach auf den der Herr, Fische, Alter. Da vorne ist auch noch ein Wagen, der muss noch umgedreht werden. Hallo, die Herrschaften, da ist noch ein Wagen, der muss umgedreht werden. Warte, ich komm mich da hin. Hinten, hey, die Kiste. Zieh euch deinen Kiefer, halt mal die Schnauze jetzt. Werden Sie mal nicht auffallend. Das muss sein. Muss ehrlich sein. Evgeni, steig in den Wagen. Ey, ist einer von euch das? Wir haben sich mal was angedroht, ne? Schönen Abend euch noch. Fahr weg! Da kommt, der kommt, der kommt! Der kommt! Halt nur, ich hab ein Stoppschild. Da will ja einer was. Ja? Ist das meine Karre? Ja? Was ja. Richtung. Für 150 lasse ich ihn dir runter. Dann stellst du in die richtige Fahrtrichtung und alles ist gut. Was ist denn das für eine Abzocke hier? Du hast, sonst müsstest du 300 in die Stadt laufen. Ja, komm, mach. Ich steck mir die Dollar zu. Okay. Und dann kannst du direkt runternehmen. Was für ein Wucherverein. Der Herr. Steig ein in dein Burrito und fall runter. Durch mich einsteigen. Ja, kletter auf den Burrito. Hey! Boah. Ruhig, ruhig. Großer, ruhig. Wie ruhig? Ruhig, großer, ruhig. Nicht gleich so aggressiv raufhüpfen. Ganz normal raufklettern. Am besten über hinten, gebe ich den Tipp. Kommen Sie daher. Soll ich helfen? Ihr wollt mich doch verarschen. Machen Sie die Tür auf, springen Sie rein. Perfekt. Perfekt. Wunderbar. Richtig packen. Geil. Hier, den nehmen wir. Den links. Den hier, hab ich den. Wo die Knalle ist ab, wird das machen, die Vogel. Mach doch mal weg, was ist mit euch? Deswegen musst du Dispatch bereithalten. Ey, was lädst du jetzt mal auf? Das steht hier falsch. Ja, was, der steht hier falsch? Wo sollen wir den Sonnens hinstellen? Weiß ich nicht, aber hier kannst du auf jeden Fall nicht parken. Ja, Digga, dann sag das doch erst. Das Ding ist, wir haben Dispatch bekommen. Sind von wem denn? Ich kann dir jetzt keine Namen weitergeben, ne? Also ja, von wem, ey? Lad mal die Kiste wieder ab. Ja, das Ding ist, dass, weil wir jetzt schon hier angefahren sind, ne? So wäre das jetzt eine kleine Bearbeitungsgebühr auf jeden Fall. Ja, was für eine Bearbeitungsgebühr? Was labert denn ihr? Was seid ihr für ein Zinker, Junge? Weil wir jetzt angefahren sind. Du hast Hose an. Ja, aber doch nicht wegen mir. Natürlich nicht explizit wegen Ihnen, ne? Aber Ihr Burrito gehört ja dazu, ne? Das ist ja voll steht hier. Ja, dann nehmt lieber mal den da oben mit. Der steht doch schon seit 2 Stunden. Und der Herr, darum kümmern wir uns auch gerne, ja? Darum kümmern wir uns ja auch gleich, ne? Ja, was für eine Bearbeitungsgebühr? Ja, weil wir jetzt angefahren sind und den schon aufgeladen haben, sag ich mal, ne? Ja, und vor wem kommt denn da ein Dispatch? Das würde mich mal interessieren. Ja, das kann ich Ihnen ja leider nicht sagen. Ja, weil das einfach scheiße gelaufen ist. Nein, das stimmt nicht. Da ist ein Dispatch reingekommen. Ey, Jungs, Alter, was ist mit euch, Alter? Sie müssen ja nicht hier parken, der Herr. Also, so leid es mir tut. Ja, was soll das jetzt kosten? Ja, das wären $250. $250? Ja, ist korrekt. Das Ding ist, wenn wir den mitnehmen und bei uns im Depot... Ja, da, nimm, ne? Lad ab die Scheiße jetzt. Alles klar.
Dann tut mir leid für die Unannehmlichkeiten auf jeden Fall. Ey, was für Zinker, ey. Herr, du auch nicht als Zinker bezeichnen. Ja, das ist einfach ein Zinker, das ist keine Abzug. Habt ihr schon einen Brüter abgebaut, einen Haken? Ja, ich hab einen am Haken, den hab ich jetzt wieder runtergelassen. Sag ehrlich, diese Yakuza sind richtige Geier. Ja, ja. Yakuza, warum? Ja, die bezahlen ihre Rechnungen nicht. Jedes Mal, die versenken ihre Karren und sagen, ja, wir zahlen, dann geben die kein Geld. So, nee, oder? Dann war das nicht ernst. Nein. Schleppt die Kiste ab, Jungs. So, komm, schleppt den Kasten ab hier. Jetzt noch eine Frage, ob du hier reinfahren darfst. Aussteigen. Ganz kurz. Perfekt. Hast du die Moneten dabei? Ich hab das mit Chefe geklärt. Ich hab alles gar nicht als Chefe. Busig, komm mal mit. Komm, Busig, komm mal mit. Nein. Ich hab das mit Chefe geklärt. Busig, komm mit. Alter, scheiße. Wisst ihr, ich muss dich kurz sprechen. Okay. Busig, wie viel Geld hast du dabei? $1,600. Kannst mich mal zustecken. Digga, nerv mal nicht, ohne Scheiße. Doch, komm mit. Busig, hinters Haus. Komm mit hinters Haus. Nein. Hinters Haus. Hinters Haus, hab ich gesagt. Hinter das Haus jetzt aber sofort. Hinter das Haus. Die haben schon den Eiern, Junge. Die haben schon den Eiern. Hinter das Haus jetzt. Ich sag's noch einmal, Bosic. Hallo? Hinter das Haus jetzt. Ich sag das noch einmal. Ach du Scheiße. Bosic. Umdrehen. Ich steck mir das Geld schon mal zu. Alter. Steck mir das Geld zu. Busic. Gib mir das Geld jetzt. Nicht hab ich doch. Ja, alles, Mann. Was dabei ist. Ja, das ist alles, was ich hab. Alles, was dabei ist. Das ist alles, was ich hab. Nein, ich meine das keine Faxen, Kollege. Gib mir jetzt das Geld. Geh mal zur Seite, Toni. Busic. Kleiner mieser abgefuckter. Busic, gib das Geld jetzt hier, du Vogel. Die Rechnung! Bosic, zahl die Rechnung! Okay, wir lassen in Ruhe, wir lassen in Ruhe! Ach, Jungs! Ehrlich. Gut. Alter, ehrlich. Der ist mein Ausbilder, was macht ihr? Ja, aber der will nicht zahlen! Bosic, jetzt vielleicht! Glaub mir, das war die letzte Warnung, Bosic! Das war erst die letzte Warnung. Letztes Mal ist Nico nicht da, um dich zu retten.